Das ist Herr Müller. Herr Müller hat eine Veränderung der Haut an seinem Unterarm festgestellt. Sein Hautarzt sieht sich das näher an. Die Stelle ist unregelmäßig begrenzt, nicht gleichmäßig gefärbt und leicht erhaben. Dies können Anzeichen für ein malignes Melanom sein. Das maligne Melanom wird auch als schwarzer Hautkrebs bezeichnet. Der schwarze Hautkrebs ist ein bösartiger Tumor, bei dem die besten Heilungschancen bestehen, wenn er frühzeitig erkannt und behandelt wird. Herr Müllers Hautarzt möchte die Hautveränderung weiter untersuchen lassen. Er entfernt diese daher und sendet sie zu einer feingeweblichen Untersuchung in ein Labor. Die Gewebeuntersuchung bestätigt, dass es sich um schwarzen Hautkrebs handelt. Das Melanom hat bei Herrn Müller die oberste Hautschicht durchwachsen. Wenn der Tumor Lymph- oder Blutgefäße erreicht, kann es zu Absiedlungen, sogenannten Metastasen, kommen. Die Tumorzellen gelangen in der Regel zunächst zum Wächterlymphknoten. Der heißt so, weil er der erste Lymphknoten ist, den die Krebszellen auf ihrem Weg vom Tumor zu anderen Organen passieren müssen. Haben sich Tumorzellen in den Lymphknoten angesiedelt, spricht man von Lymphknotenmetastasen. Absiedlungen in entferntere Gewebe werden Fernmetastasen genannt. Die Behandlung richtet sich danach, ob Metastasen vorliegen und an welcher Stelle im Körper sie sich befinden. Da das Melanom bei Herrn Müller bereits tiefer in die Haut eingedrungen ist, wird Herr Müller von seinem Hautarzt in eine Hautklinik überwiesen. In der Hautklinik werden weitere Untersuchungen durchgeführt und der Wächterlymphknoten operativ entfernt und untersucht. Auch an der Stelle, an der das Melanom war, wird mit einem Sicherheitsabstand nochmals operiert. Der Eingriff ist gut verlaufen. Das Melanom wurde vollständig entfernt. Bei Herrn Müller fanden sich Krebszellen im Wächterlymphknoten. Weiter gestreut hat das Melanom aber noch nicht. Die Ärztin erklärt Herrn Müller, dass es sich um ein Melanom im Stadium 3 handelt. In diesem Stadium kann die Erkrankung trotz der Operation nach einiger Zeit wieder auftreten. Auch wenn der Tumor vollständig entfernt wurde, können einzelne Krebszellen oder winzig kleine, sogenannte Mikrometastasen, unbemerkt im Körper verbleiben. Was kann Herr Müller nach der Operation noch tun? Herr Müller bespricht mit der Ärztin die nächsten Schritte. Moderne Therapien können helfen, dass der Krebs möglichst nicht wiederkommt. Hier stehen die sogenannte zielgerichtete Therapie und die Immuntherapie zur Verfügung. Die zielgerichtete Therapie ist nicht für jeden Patienten geeignet. Sie kann nur eingesetzt werden, wenn eine bestimmte Mutation im Tumor vorliegt. Die Immuntherapie kann bei nahezu allen Patienten eingesetzt werden. Wie genau funktioniert die Immuntherapie? Normalerweise erkennen die Abwehrzellen des Immunsystems, sogenannte T-Zellen, die Krebszellen und bekämpfen sie. Doch Krebszellen sind in der Lage, das Immunsystem zu unterdrücken und können so den T-Zellen entkommen. Die Immuntherapie setzt auf das stärkste und wirkungsvollste Abwehrinstrument unseres Körpers, das körpereigene Immunsystem. Die Immuntherapie mit einem Antikörper, einem sogenannten PD-1-Inhibitor, kann das Immunsystem so unterstützen, dass die eigene Immunreaktion wieder aktiviert wird, um die Krebszellen zu bekämpfen. Die Entdeckung dieses Wirkprinzips wurde sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet und wird heute bei vielen Krebsarten eingesetzt. Wird eine Therapie zur Unterstützung nach einer vollständigen operativen Entfernung des Tumors eingesetzt, spricht man von einer adjuvanten Behandlung. Auch wenn Herr Müller nicht genau weiß, ob sich noch einzelne Krebszellen in seinem Körper befinden, möchte er sein Möglichstes tun, um sein persönliches Risiko für einen Rückfall zu senken. Gemeinsam mit seiner Ärztin entscheidet sich Herr Müller für die adjuvante Immuntherapie. Beim malignen Melanom wird die adjuvante Immuntherapie mit einem PD-1-Inhibitor als Infusion im Abstand von mehreren Wochen ein Jahr gegeben. Die meisten Patienten vertragen diese Art der Immuntherapie gut. Wie bei allen Behandlungen können aber auch hier Nebenwirkungen auftreten. Am häufigsten fühlen sich Patienten müde und erschöpft. Auch ein Hautausschlag oder Hautjucken, Übelkeit oder Durchfall können auftreten. Mit Haarausfall muss man aber nicht rechnen. Herr Müller weiß, dass er seine Ärztin bei Nebenwirkungen umgehend kontaktieren sollte, damit sie schnell erkannt und behandelt werden können, auch wenn sie unbedeutend erscheinen.
Herr Müller muss zwar auf sich achten, kann aber während der adjuvanten Immuntherapie ein weitgehend normales Leben führen.